Unsere Seele hat eine lange Reise hinter sich, doch ein weiter Weg liegt auch noch vor ihr. Seit meiner Kindheit habe ich die Gabe, die Seelen Verstorbener zu sehen. Es ist zu meiner Lebensaufgabe geworden, Menschen für diese Welten zu sensibilisieren. Denn die unsterbliche Seele vergeht nicht. Sie ist in der allumfassenden Liebe zu Hause. Diese Gewissheit kann uns beim Umgang mit dem Verlust lieber Menschen trösten. Die jenseitige Welt ist kein Ort der Trauer, sondern der Hoffnung und des Lichts. Durch unseren Umgang mit dem Sterben erkennen wir, worauf es im Leben wirklich ankommt. Dabei lernen wir auch zu unterscheiden, was wahrhaftig und was vergänglich ist, und dürfen loslassen. Hast du schon mal an einen lieben Verstorbenen gedacht und dabei etwas ganz Spezielles, Besonderes gespürt? Und dich damit auch gefragt, was ist der Sinn dieses Lebens und wie geht es nach dem physischen Tod hinterm Horizont mit uns und unseren Lieben weiter? Um diese Themen geht es in meiner Online-Ausbildung zum kosmogetischen Trauerbegleiter. Melde dich dazu an und du erfährst, wie wir den Frieden hier im Diesseits erfahren können und jegliche Angst und Trauer heilen und diesen in diesem Frieden auch im Licht aufleuchten können. Denn hinterm Horizont geht's weiter.